Ja, das ist sehr wichtig, weil hier, das ist ja nicht nur eine Gartenschau, das ist ja auch eine Schau, wie sieht das Wohnen in Städten in Zukunft aus. Ja, wir haben hier zum Beispiel zwei Landespavillons mit wegweisenden architektonischen Neuerungen in Leichtbauweise und Holzbauweise. Und das ist die Zukunft des Bauens, nachhaltig und ökologisch, aber in der Stadt. Ja, sodass das auch mit zum städtischen Wohnen gehört, also dass man auch im Grünen tatsächlich in der Stadt wohnt. Ja, mein erster Eindruck war wirklich ausgezeichnet. Ich glaube, wir haben sehr viel Geld ausgegeben, aber es hat sich auch gelohnt. Mit wichtige städtische Akzente, städtebauliche Akzente für Heilbronn gesetzt worden, aber eben auch gute Ideen, die wir für das ganze Land gebrauchen, zum Beispiel das größte Holzhochhaus der Welt. Wir müssen mehr mit Holz bauen, wenn wir den Klimawandel eindämmen wollen. Das ist einfach sehr wichtig. Man darf nicht vergessen, der Artenreichtum in Städten hat sehr lang zugenommen. Nicht die Amsel war früher ein Waldvogel, den trifft man heute in jedem Garten. Das heißt, in der Stadt kann man sehr, sehr viel Natur, sehr viel Vielfalt und sehr viel Artenreichtum produzieren, wenn man gut gärtnert, also keine solchen Steinwüsten macht, sondern naturnahe Gärten gestaltet, in denen es dann wieder summt und brummt.